Markus Rühl im Fernsehen. Roswitha Rühl, let's go. Wie der Name Roswitha Rühl überhaupt zustande kommt. Alicia war hochschwanger und da habe ich ein Interview gehabt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und dann haben mich die Leute gefragt, wie soll das Kind heißen? So, keine Ahnung, wenn sie Mädchen wird, Roswitha. So ist der Name Roswitha Rühl entstanden. Geil, Alter. Wusste ich gar nicht. Obwohl, hat er, glaube ich, doch mal erwähnt, oder? Hat sich aber nicht richtig im Sinn. Dass unsere Tochter heißt nicht. Nein, unsere Tochter heißt Lucy. Ich habe 2700 Kalorien bis jetzt gegessen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich will auf meine 4,5 bis 5000 kommen. Also passt der Döner-Teller perfekt rein, Mann. Eben, Onkel Mirek weiß Bescheid. Der Döner-Teller ist eine gute, ausgewogene Mahlzeit, ja? Ja? Proteine aus dem Dönerfleisch, gesunde Carbquellen aus den Pommes und gute Fette von den Soßen. Ihr wisst. Und ein bisschen von Schafskäse. Na, kennt ihr ihn hier? Was für eine Maschine. Ein absolutes Nonplusultra in dieser Sportszene. Spotz. Bin um 6 aufgestanden, dann habe ich meinen Shake getrunken, dann habe ich meine erste Portion getrunken und Reis mit Fleisch gegessen. Ja, das war ganz normal. Wenn die anderen in die Disco gegangen sind, war ich im Studio, hab trainiert und es war extrem schwer und extrem falsch. Das hat auch nichts mit Vernunft zu tun. Vernunft verliert, ja. Das ist echt ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Vegan funktioniert nicht. Ich bin breiter als erlaubt und neben mir sieht der Bursch Al-Arab aus wie in ein Familienhaus. Ja, war ganz lustig. Das ist ein wunderschönes Video. Wo auf jeden Fall funktioniert. Das ist Marco. Boah, Digga. Einfach der massivste gewesen. Der hässlichste und der massivste zugleich. Kussrühl. Die berühmte Markus Rühmus Moskela gegen so, Digga, mit angezogenen Nacken. So. Die hat niemand so gemacht, außer Markus, Digga, den hier. Beste. Mit 50 Jahren, Kultfigur bei TikTok. Was? Ich weiß gar nicht, wie TikTok geht. Was ist denn das? Sind nur Weiber, die irgendwie tanzen und der Arsch dabei wackeln. Das ist TikTok. Leck mich am Arsch, Alter. Funktioniert nicht. Der Alter blödet, ja. Ist scheiße, ja. Was macht Markus Rühl eigentlich so besonders? Kann ich euch sagen. Oberarmumfang von 1,78 Meter. Gute Rezeptideen sind's nicht. Klar, schön, Onkel Bens Mikrowellenreis, beste, die Maus Markus. Halt die Fresse. Das stimmt nicht. Die sind lecker. Ich verstehe das halt auch gar nicht, warum da Leute sagen, boah. Thunfisch Proteinshake incoming. Ja. Wie eine warme Suppe. Markus Rühl, Südhesse, ehemalig. Nee, Digga, so hat man hart Arme trainiert. Hier, guckt euch das mal an. Was war denn da gerade los mit Ramon und mit Daniel Kubik? Wie eine warme Suppe. Markus. Die, guck mal, das ist ein Ärmel. Ja? Und eine Abelschorle beim Training. Guck mal, Simone Rühl, was die für ein Ärmel hatte bereits. Das ist Wahnsinn, Freunde. Rühl, Südhesse, ehemaliger Profi-Bodybuilder, mehrfacher Mr. Olympia-Teilnehmer. Richtig, ja. Ich hab aber niemals gewonnen. Das war mir am allerschlimmsten. Weil der Bob Ciccarello macht mit. Es sind vor allem. Da kannst du nicht gewinnen. Vor allem die Clips und Memes, die seine Fans zusammenschneiden. Nicht gerade einhaken darf. Das heißt, Fans. War das nicht das Video der stärkste Mann Deutschlands? Gar keinen Sinn. Und ihn damit zu einem Haribo Goldhack. Frisch, fleischig, saugut. Nur Fleisch macht Fleisch. Hackfleisch macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oh Mann, Alter. Roswitha Rühl kommt auf Sachen, ne? Ja, man kann es schon so sagen. Viralen Legende machen. Na jo, wissenswert TV, ja, du hast recht. Was für Memes, Alter. Was ist denn das? Kann mir mal einer erklären. Was das für ein Sinn hat? Meine Fresse, ey. Man muss sich anschauen, wie Matze Busse? Ah, nee. TikTok funktioniert, um den Erfolg von Markus Rühl zu verstehen. Wer ist denn das? Was interessiert denn die Leute? Fleisch, Muskeln und anabole Steroide. Fertig, ja. Des Bedarfs, ne? Virale Inhalte entstehen ja meistens dadurch, dass Dinge entweder extrem emotional sind oder schockierend, überraschend. Ich hab kein Oder einfach nur lustig. Wort verstanden. Aber was der redet, das kannst du alles in die Tonne hauen. Ich kann die Marketing Sales Manager nicht mehr hören. Guck mal, Bub, ich geb dir mal einen Gutschein für die Kentucky, jetzt ist der erste Mal 3 Jahre. Eine sensationelle Person. Leck mich am Arsch, ja. Junge, da hatte der aber auch so eine richtig geile Frise, ne, der Markus. Richtig geil. Seiten, Digga.
auf. Wir brauchen jetzt ein richtiges Wort. Seiten auf, Freunde. Haut's mal in den Chat. Seiten auf, kommt. Mir fehlt's gerade. So. Zum Beispiel sagt er, solche Dinge wie Veganer sind alles Schwächlinge. Ja. Oh Mensch, das hat er gesagt. Da schreibe ich. Oder trainiere schwer und falsch. Das ist richtig, ja. Funktioniert zu 100%. Also genau die Dinge, die man... Seiten auf Evo. Eigentlich genau anders. Oh, Seiten auf Onkel Mirek's Weihnachtsgeld. Ich weiß schon, wer mir den Dönerteller gleich ausgibt. Onkel Mirek, denn er hat heute Weihnachtsgeld bekommen. Das ist doch mal was Schönes. Um sagen würde. Hast dich gerade selber gefickt. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Raus, verpiss dich. Der Hype um Markus Rühl hört aber nicht bei den Videoclips auf. Roswitha Rühl hat einen Online-Shop erstellt. Danke, Roswitha, nochmal an das Shirt hatte ich heute beim Training an. Ultimate Nutrition. Finde ich sehr, sehr schön. Meine Tochter ist das stärkste Schwein, wo ich je erlebt habe, ja. Und wiegt 2500 Kilo auf der Bank. Die Jungs, die die Videos schneiden und den Shop betreiben, erklären uns in einer Sprachnotiz die Faszination. Seiten auf militante Veganerin. Ja, Mann, die hat auch so Seiten. Safe. Markus Rühl. Wir sind Markus total dankbar, dass er uns auch die Möglichkeit... Mein lieber Knecht als Maul. Weil... mein lieber Knecht als Maul. Reden ist Cardio. Und Cardio macht Müll. Reden ist Cardio, was? Also, ja. Spaß für heute. Nach seinem kurzen Gastauftritt wurde der Knecht durchsichtig und ist und verschwand für einige Zeit. Was? Roswitha musste ihn mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos vom Inspektor Coleman wieder auftreiben, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. What the fuck? Dort wurde er mit einer Masthuhn-Infusion wieder einigermaßen hingebaut. So dass er zumindest wieder YouTube-Videos schneiden kann. Junge, Alter, was? Betet weiter für den Knecht, ey. Geil, geiles Outro, Mann. Und redet niemals. Denn reden ist Cardio wahrscheinlich. Da muss Cardio stehen mit J, Mensch. Wer will Kinderschokolade? Stanozolol. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Wer will Kinderschokolade? Wer will Stanozolol? Snickers. So, Freunde. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Roswitha Rühl geht immer, Alter. Roswitha Rühl geht immer. So, ich bedanke mich für den heutigen kranken Stream, Freunde. Rekorde wurden heute gebrochen. Unglaublich. Wir sehen uns morgen wieder. In alter Frische hoffe ich doch um 20.30 Uhr. Haut's rein, Onkel Mirek und ich gehen jetzt Döner-Teller fressen. Bis morgen. Adios, amigos.